ヒロミロンゲロ。 Haben wir so, da. Hier oben, genau. Aber diesmal haben wir folgende Übung gemacht. Alle Damen waren draußen da und wir haben mit den Herren nur gearbeitet. Und sie sollten das führen und die Damen sollten das verstehen. Also da arbeiten wir mit dem Konzept, dass wir eigentlich ihren Körper gar nicht bewegen dahin, sondern ich schicke ihr ein Signal. Sie geht. Ohne dass ich mich bewegen muss. Brauche ich nicht. Dann, das kann ich genau so nutzen, dass ich sie dafür und ich gehe woanders hin. Dieses Gewicht nutze ich dann, um das zu verstärken und dann später optimieren. Also jetzt zeigen wir die ganze Kombination. Erstmal. Und dann haben wir andere Varianten dazu gemacht. Variante Nummer 2. Variante Nummer 3. Die Varianten sind nicht so wichtig. Das Wichtigste ist das. Wie kommen wir dazu? Wo ist die Optimierung? Die Optimierung ist dabei, diesen Impuls zu schicken, ohne dass ich unbedingt dahin gehen muss. Nur der ganz erste Moment. Sie muss daran glauben. Dann, wenn mein Gewicht dagegen geht, ich nutze das, damit sie zurückkommt. Und mit ein bisschen Rotation bringe ich sie noch dazu. In dem Moment gehe ich rüber und machen wir die Medialuna mit der Parada. Rotation, rüber, schließen, Parada. Das ist das Wichtigste. Etwas zu sagen bis hier? Also bei Andeuten, Vorsicht, dass die Hüfte nicht hinaufkommt. Also Hüfte, Schulter nach unten. Nicht, dass es so ist. Ja, unten. Mhm. Okay. Eine wichtige Sache bezüglich Rotation. Wenn ich zum Beispiel hier die Sakada mache und ich rotiere hier vorne, es gelingt nicht, was ich möchte, weil die Rotation ist immer die gleiche. Ich könnte da sein, rotieren, ich könnte hier sein, rotieren, ich könnte da vorne sein, auch rotieren. Aber es wirkt nicht gleich. Wenn ich zu weit vorne bin, die Rotation hilft nicht, weil es keine Zentrifugalkraft gibt. Wenn wir diesen Kontakt hier haben, besonders wenn ein Körper um einen anderen herum geht, es gibt Zentrifugalkraft und dann brauche ich etwas dagegen mit meinem Rücken. Wenn ich in die gleiche Richtung gehe mit meinem Oberkörper, es gelingt nicht, aber mit meinem Rücken da nach hinten, dann verstärke ich diese Bewegung. Für die Damen wichtig, Rücken zu nutzen, sobald Hiro kommt. Ihr müsst viel mehr mit den Rücken zu, damit nicht passiert, dass ihr vorne fällt. Das muss sofort hier. Ich suche immer den Kontakt mit der Hand. Immer nach außen. Gut, letzte Sache. Die letzte Variante, die wir gemacht haben. Da und da. Das ist auch optimiert. Wir haben eine Kurve hier nach oben. So nach oben. Was führen wir? Nur die erste Hälfte. Wenn wir die erste Hälfte führen, dann macht sie die zweite schon von sich selbst. Sie hat das schon verstanden. Dann tanzt sie das. Das bedeutet, mit einer, mit einer Hälfte, dann kriege ich das. Die automatische Auflösung von dieser Figur geht nach hinten. Es ist einfach nach oben, automatisch nach hinten. Und was mache ich dann? Wenn ich weiß, dass das so automatisch nach hinten geht, ich nutze diesen Impuls, um dagegen zu rotieren, damit sie nach vorne wieder kommt. Das ist einfach alles optimiert und verstärkt. Optimieren, verstärken. Plank, fertig. Jetzt bei der Verzierung, also bei dem. Nicht nachgeben. Dann. Widerstand. Widerstand gibt mir dann den Impuls, meinen Impuls für Bolio. Wenn ihr nachgibt, dann kann ich nichts mehr tun, kann nicht mehr drehen. Also die Haltung immer erhalten und die Körperspannung, das ist sehr wichtig.